Okay, liebe Leute, wir schauen uns heute mal wieder ein kleines Szenerie-Add-on an, und zwar Aerosoft Mount Everest Airports Teil 2. Enthalten sind die Airports in Pablo und Kangeldanda. Ich habe von Aerosoft eine kostenlose Kopie erhalten, sodass wir uns das Ganze mal anschauen können. Vielen Dank dafür an Aerosoft. Entwickler dieser Szenerien ist wieder Limesim. Limesim hat uns ja auch schon Teil 1 gebracht. Ja, das war der Lukla Airport. Aber Limesim hat zum Beispiel auch die Antarktika-Szenerien gemacht und auch den Brandenburg BER Flughafen. Und gerade diese kleineren Szenerien, also Teil 1, ja, hier Lukla, beziehungsweise auch die Antarktika-Szenerien, die sind einfach unheimlich lebendig, muss ich sagen. Hier sind wirklich ja, Menschen drin oder kleine Figuren drin, die sich auch bewegen. Und das sieht einfach nur mega geil aus. Ich würde sagen, wir fangen hier in Kangeldanda an und dann fliegen wir rüber nach Pablo. Und wir sehen schon, ja, hier unten sind kleine Soldaten, die ein bisschen trainieren. Mega geil gemacht. Aber auch im Hintergrund laufen ein paar Leute. Ah, hier drüben haben wir ein paar Schafe. Oder ja, Bergziegen oder sowas, keine Ahnung, ne? Aber Vieh. Mega geil gemacht. Sehr detaillierter Maschendrahtzaun. Echt krass. Ja, ein kleines Klohäuschen, glaube ich. Ja. Raucht wieder einer heimlich, ne? Ne, keine Zigarette in der Hand. Ganz kleinen Tower. Also ich denke mal, dass das ein kleiner Tower ist, ja, für den Airport. Und im Endeffekt, wenn man den Preis durch zwei teilt, ist das eine Szenerie für 5 Euro hier. Ja? Das ist also mega günstig. Und hier hinten geht es auch wirklich steil ab. Das ist echt krass. Das, also der Airport hier ist, glaube ich, wenn ich das im Internet richtig gesehen habe, auch vor ein paar Jahren ist wieder aufgemacht worden. Da wurde wohl irgendwie gebaut oder so. Ja, hier kann man nicht über die Bahn rüberrollen. Das geht schief. Und hier oben landen auch eigentlich nur so, ja, Flugzeuge, die auch in Lukla landen. Ne? Also die Twin Otters und solche Geschichten. Naja. Fährt auch eine Planierlaube lang. Die Mauern sehen auch echt gut aus. Oh, guck mal, hier sind sogar welche am Teich. Habe ich gar nicht gesehen vorhin. Ruhen sich aus. Ja, okay, das Wasser ist ein bisschen statisch, das geht vermutlich aber nicht anders. Ist halt nur ein kleiner Teich. Und hier hinten geht es auch gleich wieder runter, ja. Und da hinten irgendwo liegt auch Pablo in die Richtung. Und da in die Richtung liegt Lukla. Ja, ich kann ja mal kurz auf der Karte zeigen, dass ihr euch das vorstellen könnt, wo was ist. Ah, das ist hier Kangeldanda. Kann ich jetzt schlecht anklicken, weil ich wieder mitten drauf bin. Könnt ihr mal einfach glauben. Das hier ist Pablo. Ah, das liegt so ein bisschen nach da, ne? Ganz leicht nach Nordwest. Und ganz leicht nordöstlich liegt dann Lukla. Dann bin ich mal gespannt, ob da noch mehrere Teile kommen. Das macht dann nämlich richtig Spaß, hier auch mit dem Helikopter oder halt gegebenenfalls auch mit einem kleinen Flugzeug zwischen diesen Airports immer hin und her zu gondeln. Das ist richtig interessant, die Ecke hier. Was haben wir denn hier noch? Ein Hündchen. Ja, die beste Szene in Lukla war ja gewesen für mich. Die Katzen, die sich da so ankeifern, das war echt genial gewesen. Hier ist alles Vegetation, die zur Szenerie gehört, ne? Also das sieht man schon, dass das nicht Standard ist. Ah, hier ist wieder eine kleine Katze. Altes Schrottauto. Das habe ich auch noch in keiner Szenerie gesehen.
Mega cool. Hier hängt halt nicht ganz so viel dran wie in Lugla, logischerweise. Ne? Das ist auch eher nur so eine Zwischenstation. Und ich habe geguckt, von hier gehen dann die ganzen oder einige Wanderwege auch in Richtung Mount Everest hoch. Und von Fablu auch, also. Der ist nicht ganz so doll besucht wie Lugla. War mega krass. Und wie gesagt, na, theoretisch 5 Euro pro Szenerie. Dann würde ich sagen, starte ich den Helikopter und dann fliegen wir rüber nach Fablu. So, Sky Dolly ist an, Head Tracking ist an. Wir benutzen den Helikopter von Tauk, ja, die Alouette in der aktuellsten Version, Alouette 3. Na, lauft mir hinten nicht in den Heckrotor rein. Okay. So, dann legen wir los. Vorsichtig. Ich trimme mir den schon mal so ein bisschen. Guck mal, jetzt läuft hier noch so ein. Ist das ein Huhn, was da noch rumläuft? Hier ist noch eine Katze. Ah, okay, das ist noch eine Katze. So, 25 vorwärts getrimmt. 5 nach rechts. Dann komme ich am besten klar. So, Parkbremse lösen. Wir rollen mal einen kleinen Meter vor, dass ich hinter mir ein bisschen mehr Platz habe. So. So, ich habe es unten einprogrammiert im Navi. Ich erkenne das. Okay, das reicht. Oh, vorsichtig, erstmal wieder hier einkommen. Los geht's. Oh, wir müssen da hinten quasi in die Schlucht so ein bisschen rein. Und ich trimme ein bisschen für den Reiseflug. Das sind bloß, ja, 6 Meilen oder so. Also es ist wirklich nicht weit. Ist gleich da hinter der Bergkuppe. Also jetzt so auf 12 Uhr die Bergkuppe, das ungefähr. Gute Trimmung finden für den Cruise. So. Können wir auch mal von draußen gucken. Ja, das muss in live so geil sein hier, wirklich Pilot zu sein. Die Aussicht immer, ja, krass. Aber wenn er gut ausgetrimmt ist, kann man auch ein bisschen in der Außenperspektive fliegen. Ja, aber den Co-Piloten weggemacht. Wir fliegen mal eine Single-Sitzung. Ein Leinflug, meine ich. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Sprit rausnehmen, weil wir doch ganz schön schwer sind, aber
Das sollte passen. Wir sind nicht so hoch wie im Video in den Pyrenäen. Nee, wo waren wir da? Ich hab's schon vergessen. Ich hab's schon wieder vergessen. Ist egal. Hier sind wir auf jeden Fall in Nepal. Ah. Himalaya, so. Hey, wenn die hier noch so 3-4 Teile rausbringen, ja, so schön auch mit den Dörfern vielleicht. Das wäre so cool. Die ganze Gegend hier, ey, das ist einfach nur herrlich. Kleiner Nachladeruckler. Ich glaube, ich habe mich vertan. Wir müssen noch. Wir müssen über die Kuppe da auch noch drüber. Mal schnell gucken. Ja, wir müssen da vorne noch drüber. Also hier müssen wir rein. Hier, glaube ich, müssen wir rein. Noch vor der Kuppe, aber hinter der Kuppe. Das kann jetzt auch täuschen. Eigentlich nur noch 3,5 Meilen. Ich war gerade erst hier, ja, im Testflug. Jetzt habe ich das schon wieder irgendwie nicht mehr so richtig im Blick. So, mal gucken. Bei 3 Meilen könnte sogar wirklich noch hinter dem großen Berg sein. Hier haben wir dann auch wirklich eine Asphaltpiste. Ach, jetzt weiß ich wieder. Es ist hinter diesem Kamm. Hier hinter ist es. Das kommt hin. Ja, jetzt erkenne ich es wieder. Hier hinter ist der Airport. Ich werde mal nicht über den Kamm fliegen, sondern hier so rum. Da geht es nämlich nochmal ganz schön runter, bevor der Airport kommt. Also richtig schön irgendwie ein Mod, der diese ganzen Dörfer darstellt, ja, auch wenn da gar kein Airport ist oder so. Das wäre cool. Es gibt ja schon diesen einen Mount Everest Mod auch, ne, also. Der ist dann natürlich mit dem anderen Lugla Airport nicht kompatibel, müsste man dann gucken. Dass man das vielleicht ausklammert. Ah, es gibt halt einen Mod noch, der schön oben Basecamp und so ein paar andere Camps darstellt. Ah, guck mal, hier ist schon der Airport. Braucht gar nicht mehr so doll rum, hier ist er schon. Glaube ich, ein bisschen mehr schräg angereist. Bisschen mehr Direktlinie geflogen im ersten Testflug, deshalb musste ich da so über den Hügel noch rüber. Das Rote hier vorne könnte direkt ein Kloster sein. Das steht irgendwie in der Szeneriebeschreibung mit drin, dass das Kloster auch gut mit abgebildet ist. Wir kommen viel zu schnell und steil rein. Ich glaube, ich fliege nochmal drüber, das gefällt mir so nicht. Bin gar nicht gebremst hier, also nicht kontrolliert.
Aber wir haben ihn schon mal gesehen, den Airport. Jetzt bin ich ganz schön abgesackt, ne? Aber ich sehe die Bäume. Ich sehe, wo wir rein müssen. Sieht besser aus. So, ich stelle mich mal links hier auf die Fläche. So. Haben wir heute noch einen Meter vorne. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie was geklickt. Jetzt ist mir die Engine ausgegangen. Ist alles ausgefallen. Ich muss irgendwo gegengekommen sein oder wir haben zu hart aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob das hier simuliert ist, aber gut, dass wir unten sind. Mal schnell sich jetzt aber die Parkbremse setzen. Bin ich hier irgendwie gegen den Treibstoff gekommen? Nee, das ist noch alles an. Vielleicht hat er beim Laden den Generator nicht mit reingeschmissen. Ich habe ja halt nicht wirklich einen Start gemacht. Ich habe ihn ja noch reingeladen. Batterie, Generator stand nicht richtig, ne? Nee. Arm ist immer... Es kann sein, dass der falsch stand hier. Das ist nämlich gleichzeitig der Starter oder so. Ja. Yes, jetzt ist wieder Strom an. Na? Batterie war nämlich, glaube ich, alle. Ist egal. Ist egal. Ist auch gut so, dass er jetzt aus ist. Ja, ja. Er war nicht richtig. Alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. Beim Reinladen ins Spiel muss ich auf den Schalter achten. Okay. Also das war auf jeden Fall aber knapp, ja. Wenn das jetzt ein paar Sekündchen eher passiert wäre, ja. Na? So, dann gucken wir uns mal den Airport an. Der hat hier eine richtig befestigte Piste und ich glaube, das da hinten ist ein Kloster. Oder wir müssen mal gucken, wo das Kloster ist. Vielleicht sehen wir das noch irgendwie. Ich habe das auf den Screenshots auf der Shopseite jetzt auch nicht so eindeutig raus sehen können. Ah, hier steht eine Twin Otter, ne? Oh, hier wieder so ein richtig geiles altes Auto. Herrlich! Ich finde das geil. Die Szenerien sind wirklich geil von Limesim. Ob das die Antarktika-Dinger sind oder... Es ist egal, die sind alle richtig cool. Guck mal, die quatscht den voll, ja? Der pinkelt und die quatscht ihn voll. Bei der Frau war bei Lukla Sound.
Ja, hört ihr das wieder Sound bei der Frau? Der will doch einfach nur pinkeln, Lady. Hier schleicht eine Katze rum. Das ist ein bisschen größer hier alles, ne? Das ist bestimmt ein Tower da oben. Ja, das sieht sogar aus, als ob da. Oh, soll ich die Empfindlichkeit für die Drohne wieder einstellen, ey. Sieht so aus, als ob da sogar innen drin das abgebildet ist. Wir gucken mal rein. Kann man nämlich einen Tisch und sowas durchsehen. Ja, guck mal. Ja, kleiner Tower. Oh, hier diese alten Autos und diese kleinen Trikes hier. Herrlich. Ist das geil. Guck dir das an, ja, wie das eiert. Ist das geil gemacht. Herrlich, herrlich, herrlich. Was ist das hier? Ah, wisst ihr was? Das ist so eine kleine Gebetsstätte, glaube ich. Vielleicht meinten die das in der Beschreibung, aber das. Nee, das glaube ich nicht. Wir müssen mal nach vorne gucken. Vielleicht haben wir hier drin auch wieder modelliert. Nee. Ist aber auch wirklich nicht schlimm, also. In den Gebäuden, das kann ich immer verkraften, wenn das nicht modelliert ist. Aber das hier draußen, ja, das sieht einfach geil aus, wenn so ein paar Autos rumfahren. Und zwar nicht diese ollen KI-Autos, sondern richtig so ein bisschen was zur Szenerie passendes. Einfach nur herrlich. Hier die Wände, ja, mit den Mauern, ist das geil nachgebaut, ey. Pferde. Die Strom. Strommasten und Verteiler sind auch schön passend. Ah, ein paar Schafe. Oder Ziegen, ne? Ziegen und was weiß ich, wie die heißen. Das hier könnte nämlich das Kloster sein. Was dazugehört. Hört ihr die Geräusche? Es klang fast so, als ob hier irgendwas. Ja. Eine Maschine irgendwie lief oder sowas. Komme ich gar nicht rein, oder? Das Ding hat eine Hitbox. Ah, das hat eine Hitbox. Das ist natürlich auch gut, wahrscheinlich aus Respekt, ne, dass man da nicht reingucken kann in so ein blankes Gebäude. Ja, da haben sie eine Hitbox reingebaut. Oder ich bin zu blöd. Nee, nee. Aber das finde ich richtig gut. Das wusste ich gar nicht, dass das irgendwie so geht, ja. Aber es muss ja gehen, ne? Weil sonst kann man nicht drauf landen oder so. Also bei anderen Gebäuden, ne? Natürlich jetzt nicht unbedingt bei dem Kloster. Mega cool, liebe Leute. Krass, der Ausblick, ja.
Ja, wenn wir jetzt noch irgendwie ein richtig, wenn wir jetzt noch richtig ordentlich funktionierende Twin Otter hätten oder halt eins von den anderen Flugzeugen, die da wirklich fliegen, ja. Das wäre noch cool. Was haben wir hier noch? Holzstämme. Ach, guck mal, hier kommt der angetackert mit seinem kleinen. Immer noch ein bisschen Baumaterial zu liegen. Und die Frau meckert den immer noch. Der kommt gar nicht zum Pinkeln, ja? Die meckert den immer noch voll an. Ja, dreht um. Ah, guck mal, eine kleine Seitenstraße. Ist mir auch vorhin gar nicht aufgefallen. Ah, ist ja cool, ja. Da kommt noch einer. Geil. Einfach nur herrlich, liebe Leute. Hier kann man sogar die Schilder wieder lesen, ne? Wenn man jetzt die Sprache könnte. Jeep Car Parking. Welcome to Dudakunda Municipality. Herrlich. Ey, jetzt sind die Türen bei dem Jeep offen. Das war vorhin nicht, oder? Kann das sein? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. War das vorhin auch so? Ich muss selbst im Video nochmal gucken. Ich bin der Meinung, das war alles Zufall. Oder ich habe nur das mit dem Jeep da vorne verwechselt. Aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das ist ja auch geil. Boah, ich liebe so kleine Szenerien, ja. Ich liebe das, wenn das wie so ein kleines Diorama alles aufgebaut ist. Einfach nur herrlich. Gut, liebe Leute, das soll erstmal reichen. Ich könnte mich hier, glaube ich, noch stundenlang aufhalten in der Szenerie oder in beiden Szenerien. Und ich finde die wirklich mega cool. Und für den Preis von 10 Euro, ja, wenn man das runterrechnet, sind das 5 Euro pro Airport, die beide sehr, sehr schön und mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht sind. Also, krass. Kann ich nur empfehlen. Ne, zumindest, wer auf so einer kleinen Airport steht. Keine Frage. Auch am Ende nochmal ein ganz großes Dankeschön an Aerosoft, ja, dass ich hier eine kostenlose Version bekommen habe, sodass wir uns das Ganze mal hier anschauen können im Video. Und ansonsten am Ende wie immer der Hinweis auf unseren JD Community Discord Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen mehrere tausend Mitglieder. Wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Tech-Support-Kanäle. Und ich kann euch noch mal anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Man kann an meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch auf dem Discord natürlich einfach nur mit anderen Leuten so ein bisschen austauschen, rumchatten oder unsere Voice-Kanäle nutzen. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!